zu unserer Saisonauftaktspressekonferenz, wo ich auch ganz besonders herzlich begrüße unseren Vorstandsvorsitzenden, Herr Bruchhagen, Sportdirektor Bruno Hübner und natürlich ganz besonders willkommen unser neuer Trainer Thomas Schaaf. Trotz der laufenden Weltmeisterschaft in Brasilien hat die Mannschaft von Eintracht Frankfurt heute mit dem Laktattest die Saison begonnen, bevor am Freitag um 10 Uhr das erste öffentliche Training stattfindet. Und am Sonntag geht es dann mit dem neuen Trainerteam in das erste Trainingslager auf die Nordseeinsel Norderney. Wir haben Sie heute eingeladen, um Sie zum Start mit Informationen rund um die Eintracht zu versorgen. Und dafür möchte ich zunächst Herr Rebert Bruchhagen um seine Worte bitten. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen im Namen von Eintracht Frankfurt. Der 1. Juli ist, ich will nicht so hochgreifen, aber ist sicherlich ein besonderer Tag heute für Eintracht Frankfurt aus vielerlei Gründen. Mit dem 1. Juli beginnt die neue Saison 14-15. Mit dem 1. Juli beginnt die Tätigkeit unseres neuen Cheftrainers Thomas Schaaf. Und mit dem 1. Juli kommt es auch im Bereich Marketing zu einem für uns doch bedeutenden Wechsel. Denn wenn man nach fast 13-jähriger Laufzeit den Partner wechselt von Jaco zu Nike, dann hat das sicherlich auch für den Verein eine große Bedeutung. Die Dinge, die etwas umfangreicher sind, die ich hier heute zu Bericht geben möchte, um auch mal ein bisschen einzugreifen in die Berichterstattung, die ja doch in den Monaten Juni, Juli, Mai, Juni, Juli doch oft sehr von Spekulationen geprägt ist und doch oft Verwunderung auslöst bei denjenigen, die Verträge abschließen und Verantwortung haben. Da kann man sicherlich auch heute die Gelegenheit nutzen, um da ein wenig präziser zu sein. Im sportlichen Bereich ist es so, dass wir in der Tat eine starke Veränderung erfahren, so wie wir es in den Jahren zuvor auch schon hatten, durch den Abstieg, durch den Wiederaufstieg, durch das erste Jahr in der Bundesliga. Das hat allerhand Fluktuationen nach sich gezogen, gewollte Fluktuationen oder aber auch nicht gewollte Fluktuationen, wie wir sie in diesem Jahr erleben. Das ist eben der Markt in der Bundesliga und dem haben wir uns zu unterwerfen. Und es gehört zu unseren Aufgaben, uns diesen Entwicklungen auch anzupassen. Damit beziehe ich mich in erster Linie auf den sportlichen Bereich. Im wirtschaftlichen Bereich ist Eintracht Frankfurt hat das letzte Jahr uns doch sehr großen Erfolg gebracht durch die sportlichen Erfolge im UEFA Cup, durch den Pokal und durch die Treue unserer Sponsoren und durch die Treue unserer Werbepartner und durch die Treue vor allen Dingen unserer Zuschauer. Die letzte Saison in der Gesamtbetrachtung möchte ich abschließend auch nochmal meinen Dank einschließen an unseren ausgeschiedenen Trainer Armin Fee, der uns 3 Jahre begleitet hat und der uns in diesen 3 Jahren doch sehr stark in unserem Ziel, fester Bestandteil der Bundesliga zu sein, weitergebracht hat mit der gesamten sportlichen Führung unter Bruno Hübner. Was sicherlich sehr wesentlich ist, ist, dass dieses erfolgreichste Geschäftsjahr, was den Umsatz angeht, von Eintracht Frankfurt, aber auch beinhaltete, dass wir in den letzten 3 Jahren in jedem Jahr mehr investiert haben, als wir eingenommen haben. Das war auch zwingend notwendig, um die sportlichen Ziele, und da wiederhole ich mich, fester Bestandteil der Bundesliga zu sein, um die auch erreichen zu können. Auch jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, durch das erfolgreiche Geschäftsjahr des letzten Jahres in die Mannschaft zu investieren. Sehr wohl ist die Investitionssumme nicht immer von uns gewollt, denn der ein oder andere Abgang hätten wir gerne verhindert, da machen wir keinen Hehl daraus. Aber wir befinden uns in einem immer weiter dividierenden Markt, auseinanderspreizenden Markt und das hat uns sicherlich auch einige Sorgen bereitet. Zum Bereich Marketing ist festzustellen, dass ich den eben schon angesprochenen Wechsel zu Nike, der natürlich auch einhergeht mit einer anderen Ausstattung und der damit einhergeht, dass wir das neue Trikot auch ab dem 1. Juli, dadurch, dass Nike unser Partner ist, vorstellen dürfen. Und da ist eben die Information, dass wir im Gegensatz zu den Dingen, die Sie aus der Erfahrung kennen, wenn hier Sebastian Jung stand oder mit einem Jugendspieler gepaart und wir das Trikot
das Heimtrikot, das Auswärtstrikot, das Alternativtrikot, wenn wir das hier vorgestellt haben, das haben wir in diesem Jahr anders gemacht. Wir tragen dann der Entwicklung Rechnung, dass die neuen Medien von großem Interesse sind, sodass wir zeitgleich mit dieser Veranstaltung hier im Internet auch entsprechende Informationen über das neue Trikot geben. Welches, und das ist sehr wichtig auch für Sie oder für unsere Anhänger, wo Sie ja doch die entscheidenden Multiplikatoren sind, welches ab dem 10. Juli zum ersten Mal im Riederwald Fanshop käuflich zu erwerben ist und am ersten Trainingstag am 4. Juli eben noch nicht zu haben ist. Der von Nike verantwortliche Herr Markov ist hier und wird dann auch zu den Applikationen bzw. zu all den Dingen, die mit dem Trikot einhergehen, Ihnen gerne auch Rede und Antwort stehen. Wir haben zusätzlich zu vermelden, dass wir einen neuen Premium-Sponsor gewonnen haben, nach doch intensiven Gesprächen in den letzten ein, zwei Jahren, hat sich die Lufthansa dazu entschlossen, auch die Premium-Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt einzugehen und darüber sind wir natürlich hoch erfreut. Gleichzeitig ist es meine Pflicht und meine Aufgabe, nicht nur erfreut zu sein, sondern Sie auch darauf hinzuweisen, das ist immer ein sehr schmaler Grat, dass Umsatz mit einem Unternehmen, sowohl mit Nike als auch mit Lufthansa, nicht gleich Deckungsbeitrag bedeutet. Das heißt, wenn man von dem Partner A nach B wechselt, ich möchte keine Lehrstunde hier abgeben, aber wenn man von A nach B wechselt und den Umsatz von 100 Euro gegebenenfalls auf 200 Euro steigert, dann bedeutet das nicht, dass man 100 Euro mehr in der Kasse hat, sondern diejenigen, die 200 Euro zahlen, möchten auch ein Mehrfaches an Leistung haben. Und wenn man diese Leistung dann verkauft, beispielsweise in Form von Bandenwerbung, die bei uns ja immer oder in den letzten Jahren ausverkauft war, dann ist der Deckungsbeitrag auch dadurch gleicht er sich an, indem ein anderer Partner eben die Bande nicht bekommt, aber bei uns im Umsatz zwar mit dem einzelnen Partner zu einer gravierenden Erhöhung führt, aber möglicherweise der Umsatz wird natürlich gemindert durch die nicht mehr vorhandene Substanz für den anderen Partner. Und da können Sie sich also gut vorstellen, dass es mir manchmal die Sprache doch etwas, die Sprache verschlägt, was ja schon etwas Bedeutendes ist, wenn die Sprache verschlägt, wenn ich lese, dass wir dreifachen Umsatz dort machen und dass wir dort den Umsatz von 1,3 oder 4 Millionen machen, das mal 5 Jahre addiert, bedeutet, dass dies und dies mehr in der Kasse ist. Da kann ich wirklich nur davor warnen und ich will sagen, wir sind in einer ausgesprochen guten Verfassung. Unser Finanzvorstand Axel Hellmann macht ja eine gesonderte Pressekonferenz, wo er die Finanzen darstellt. Aber ich will sagen, dass der Verein Eintracht Frankfurt gut aufgestellt ist, dass wir guten Anklang finden. Wir haben auch schon wieder 60 Logen verkauft. Wir haben fast alle Business Seats verkauft. Auch hier hält man Eintracht Frankfurt die Treue und auch die Tatsache, dass unsere Jahreskarten sofort verkauft waren, ist ja auch eine Abstimmung mit den Füßen, sodass ich, also dass sich doch Frankfurt, das Umfeld und das gesamte Umfeld von Eintracht Frankfurt sehr wohl mit großem Optimismus der Eintracht begegnet und doch die sicherlich auch zum Teil angebrachte Skepsis, aber bei weitem nicht so umgesetzt wird bei unseren doch wirklich wichtigen Standortfaktoren und wichtigen Bestandteilen zum Geschehen von Eintracht Frankfurt. Die Kennzahlen, die ich dann bekannt geben möchte, die auch schon bekannt sind, das Investitionsvolumen, was Bruno Hübner und seinem Team und dem Trainer zur Verfügung steht, das ist mit der bereits veröffentlichten Zahl von 7 Millionen Euro nicht ganz falsch. Und der Lizenzspieleretat bewegt sich in der Tat um 33 Millionen Euro, wobei wir natürlich nicht jede Stellschraube bis ins Letzte zum jetzigen Zeitpunkt durchleuchten können. Klar ist, dass Eintracht Frankfurt, und das ist immer wieder auch mein Anliegen, dass das auch jedem klar ist, in erster Linie die wirtschaftliche Vernunft nach vorne stellt. Aber auch alles, was zur Verfügung steht, was verantwortbar ist, wird in die Lizenzspielermannschaft hineingesteckt. Und wir haben nur ein einziges Ziel, die sportliche Abteilung so gut auszustatten, dass wir wettbewerbsfähig sind. Hier zu glauben, dass man in irgendeiner Weise restriktiv handeln würde, das ist naiv und das entspricht auch nicht der Realität. Selbstverständlich sind unsere Unternehmensleitsätze
fester Bestandteil der Bundesliga zu sein unter der Berücksichtigung von wirtschaftlicher Vernunft. Auch wenn das wie eine Plattitüde klingt, hat das doch eine ganz enorme Bedeutung. Und mein Wunsch ist es, dass das auch entsprechend respektiert wird. Ich rede gar nicht von gewürdigt, sondern allein von dem Wort respektiert wird. Aus Sicht des Vorstands gehen wir in die Saison mit einer Erwartungshaltung, dass uns eine Erneuerung und ein Umbruch gelingt. Wir wissen, wie schwer es ist, in der Bundesliga zu bestehen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wir wissen auch um die Stärke unseres Vereins, um die Kontinuität unseres Vereins und über die Gelassenheit unseres Vereins. Das sind Voraussetzungen, die es der sportlichen Leitung und dem Trainer möglich machen, die vorgegebenen Ziele, einen Umbruch zu schaffen, eine Teilerneuerung zu schaffen und hier im Wettbewerb Bundesliga attraktive Spiele zu liefern, dass wir mit dieser Vorgabe in die Saison gehen und dass wir großen Optimismus haben, dass uns das auch gelingt. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Bruchhagen, für Ihre Ausführungen. Vielleicht ganz kurz mal zwischendurch Olaf Marco, vielleicht können Sie kurz Hand heben und sich mal kurz erheben, damit die Journalisten wissen, an wen Sie sich nachher wenden können. Das ist Marco von Nike. Vielen Dank. Ansonsten gibt es sicherlich einen bunten Strauß an Fragen. Deswegen würde ich die Fragerunde gleich eröffnen, vielleicht mit der Bitte neben der Ankündigung der Frage durch ein Handzeichen, vielleicht auch den Namen und die Redaktion kurz vorzustellen, damit der Trainer, der Sie ja noch nicht kennt, sich ein bisschen orientieren kann. So, wer fängt an? Ja, wunderbar, ich finde allumfassend erklärt. Und mein Interesse am sportlichen Bereich ist genauso groß wie das Ihrige, um den Fragen, was den Trainer und den Manager angeht. Carsten. Ja, Carsten Schellborn, Hessischer Rundfunk. Herr Schaaf, Ihr erster offizieller Arbeitstag, ist man da aufgeregt oder ist man schon ein so alter Hase, dass man sagt, ach ja, das ist ja nur ein anderer Verein? Ich glaube, aufgeregt ist falsch. Ich freue mich einfach darauf, heute loszulegen. Wir haben viele Dinge schon im Vorfeld abklären müssen. Natürlich gerade was die Vorbereitung angeht, den Plan zu setzen, wann wo trainiert wird, in welches Trainingslager wir gehen, sind viele organisatorische Dinge gewesen und deshalb freut man sich jetzt, wenn es in die Praxis geht. Wir müssen uns zwar nur ein bisschen bremsen, heute war nur der Laktattest, morgen und übermorgen sind noch Untersuchungen, sodass wir erst richtig am Freitag loslegen können. Wir wollen alle gerne auf den Platz rauf, es wird Zeit, dass wir das können und da ist die Vorfreude riesengroß. Also es macht Spaß, hier zu sein, zum einen zu sehen, wie alle hier engagiert bei der Sache sind, wie sie sich einbringen. Jeder Einzelne verstärkt das natürlich jetzt in der Geschäftsstelle mit erlebt und auch gemerkt, wie herzlich man hier willkommen ist und wie man eben auch versucht, uns alle Dinge vorzubereiten und so gut wie es geht, eben alles darzubieten und dass wir dann eben unsere Arbeit tun können. Und nochmals gesagt, darauf freue ich mich. Marc Behrenbeck, Sky Sport News HD. Herr Schaaf, Sie haben gerade gesagt, heute Laktattest, morgen übermorgen Leistungstest. Wie muss man sich die genau vorstellen? Was passiert da? Was wird getestet? Also heute Laktattest ist, glaube ich, ja bekannt. Ne? So ein Fitnessüberprüfung, wie schnell kann ich laufen im aeroben Bereich beispielsweise. Also das sind so Informationen, wie auch vielleicht ein bisschen in der Pause gearbeitet wurde, wie man sich erholt hat, der allgemeine Zustand morgen und übermorgen, das sind jetzt keine Fitnessüberprüfungen insofern, dass man da jetzt an Leistungswerte geht, sondern das sind einfach Untersuchungen, die wir brauchen, auch für die Liga, für die Lizenz, um die Spielberechtigung auch für jeden Spieler zu bekommen. Da haben wir uns eben bei der Dauer der Vorbereitung auch diese Zeit genommen. Das werden wir im nächsten Jahr sicherlich ändern. Da werden wir versuchen, schon am Ende der Saison diese Dinge zu erledigen, damit wir damit erst gar nicht in der Vorbereitung noch konfrontiert werden. Ganz ausschließen kann man das natürlich nicht, weil auch ein Wechsel da ist, neue Spieler kommen und man die dann ja auch erst untersuchen kann.
Also insofern nehmen wir uns die Zeit jetzt, die Tage. Ich bin gespannt, wie der Test heute ausgefallen ist. Und das, was ich gesehen habe, war gut. Es war schon mal gut zu erleben, wie jeder dort den Test absolviert hat. Und ja, für mich ist natürlich viel wichtiger, wenn es dann auf dem Platz losgeht, wie man sich da bewegt und wie man da die Dinge aufnimmt, die wir dann auch umsetzen wollen und wie schnell wir das dann auch realisieren können. Heribert Bruchheim hat es ja eben schon gesagt, es ist ja ein erheblicher Wechsel da an Spielern, sodass man natürlich schauen muss, dass man möglichst schnell dort auch ja, zu einer Form findet, zu einer Leistung findet und die uns alle zufriedenstellt. Hallo Herr Schaaf, Markus Katzenbach von der Frankfurter Neuen Presse. Schon mit Blick auf Norderney, vielleicht können Sie was dazu sagen, wo das Hauptaugenmerk im ersten Trainingslager drauf liegt. Vielleicht auch ein bisschen was zu den Abläufen, was Sie erwarten und warum Sie auch mit der Eintracht wieder nach Norderney zieht. Das ist eine wunderschöne Insel. Das ist schon mal gut, da hinzukommen. Und man hat dort hervorragende Bedingungen. Sie haben es ja eben schon gesagt, ich war da schon mal in einem Trainingslager. Ich habe das schon mal erlebt und ich weiß, was uns dort erwartet. Ich glaube, dass das einfach auch eine gute Situation ist, wenn man beispielsweise jetzt auch zum Wochenende hin hier 30 Grad erwartet und dann hier Trainingsbedingungen hat, wo es dann doch ein bisschen, ja, die Wärme ein bisschen erschlägt, dann ist das auf einer Insel immer ein bisschen angenehmer, da ist immer ein bisschen frischer Wind und so ein bisschen eine frische Brise zu kriegen, das ist ganz gut. Man kann dort hervorragend trainieren, man kann wunderbar, gerade was man am Anfang macht, im Ausdauerbereich trainieren, das ist sehr angenehm, dort am Strand zu laufen. Der eine oder andere Spieler wird vielleicht eine andere Meinung haben, aber damit kann ich gut leben. Ich glaube, dass auch insgesamt die Voraussetzung, was den Platz angeht, Hotel angeht, die kurzen Wege angeht, dass das alles gegeben ist. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wir als Trainerteam sehr gute Erfahrungen gemacht über die Jahre. Wir konnten hervorragend die Grundlagen erarbeiten. Wir haben dort aber auch die Möglichkeit, also jetzt nicht nur im Ausdauerbereich zu arbeiten. Ich steige mit meiner Arbeit direkt in alle Bereiche ein. Also ich mache da keinen großen Unterschied, dass ich erstmal sage, es wird jetzt erstmal nur 2 Wochen gelaufen und dann kümmert man sich dann irgendwann mal um den Ball. Sondern es werden alle Bereiche angesprochen und das kann man dort sehr, sehr gut. Und nochmals gesagt, ich glaube, dass es immer so ist, wenn die Vorbereitung anfängt, dass wir dann die hohen Temperaturen haben, dann ist es immer auf so einer Insel ganz angenehm. Und ich weiß, dass wir dort herzlich willkommen sind, dass auch dort die Leute alles tun werden, dass wir einen optimalen Trainingsbetrieb erstellen können, dass wir optimale Voraussetzungen haben. Reicht das oder noch mehr? Schönen guten Tag, Herr Schaaf. Jonas Hofmeister, Antenne Frankfurt. Sie haben gerade angesprochen, frischer Wind, frische Brise, die bringen Sie mit Sicherheit mit. Wie sehen denn Ihre persönlichen Saisonziele aus? Möchten Sie da vielleicht was zu sagen? Ja, was will man erreichen? Wenn man hierher kommt nach Frankfurt, dann weiß man natürlich, man schaut, was ist passiert in den letzten Jahren hier. Wie hat sich dieser Verein aufgestellt? Ich glaube, dass hervorragend gearbeitet wurde, dass gerade die beiden Personen ich glaube, Herr Hellmann aus dem Vorstand hervorragend dort gearbeitet haben, die beiden Personen, die neben mir sitzen, ja, dass sie zum einen im wirtschaftlichen Bereich das sehr gut gemacht haben und dass auch noch Bruno, was den sportlichen Bereich angeht, glaube ich, hier eine sehr seriöse, gute Arbeit hingelegt hat. Das war für mich eigentlich auch ausschlaggebend darüber hinaus, was letztendlich auch Eintracht Frankfurt insgesamt darstellt, auch mit den Rahmenbedingungen hier, diese Arbeit hier anzugehen. Was will ich erreichen? Ich will erreichen, dass ich mit einer Mannschaft einen guten Fußball anbiete, dass ich die Begeisterung wieder entfachen kann, die die Mannschaft hier beispielsweise auch im letzten Jahr im Europapokal entfacht hat, dass sie die Fans begeistert hat, dass sie so viele
Fans im Prinzip auch erreicht hat, dass sie aktiv sind, dass sie dabei sind, dass sie die Mannschaft verfolgen, bei den Auswärtsspielen auch, und dass eine hohe Identifikation da ist. Ich kann jetzt hier keine Ergebnisse versprechen. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, was weiß ich, wir verlieren nur 2 oder 3 Spiele in der Saison. Es wäre super. Aber es gibt es leider nicht. Das, was ich einfach nur, wofür ich einfach nur stehen möchte, ist, dass wenn die Mannschaft auf den Platz geht, dann alles versucht, alles gibt und sich total mit der Sache identifiziert, dass sie eben auch aufzeigt, dass sie Spaß daran hat, diese Dinge umzusetzen, dass sie Spaß daran haben, sich zu beweisen und dass sie auch vieles ausprobiert. Ich möchte eine mutige Mannschaft erleben, ich möchte nicht die Dinge auf mich zukommen lassen, sondern möchte sie, wenn es geht, selbst in die Hand nehmen. Das wird nicht immer gepaart sein mit den besten Ergebnissen, das wissen wir. Und es wird auch vielleicht am Anfang ein bisschen holprig sein, aber ich glaube, wenn wir uns dann alle ein bisschen aneinander gewöhnt haben, wenn wir die Ideen so verinnerlicht haben, dass dann etwas Tolles dabei herauskommen kann. Wir haben sicherlich einige Spieler verloren, die für eine hohe Qualität auch standen, ja, die für einen Wert standen. Aber ich sage auch immer wieder, das ist immer wieder die Chance, auch neue Spieler kennenzulernen. Das ist auch die Chance, die Spieler näher kennenzulernen, die schon da waren. Ja, für die auch ein Anreiz, sich noch mehr zu beweisen, noch mehr zu zeigen. Derjenige, der hier nach Frankfurt kommt, einfach eben auch eine Marke abzugeben und die Leute für sich zu interessieren. Das ist, glaube ich, etwas ganz Spannendes und für mich auch etwas Spannendes, wieder mit neuen Spielern zusammenzuarbeiten. Den einen oder anderen hatte ich ja schon mal unter meinen Händen und die wissen auch, was auf sie zukommt und wie meine Art ist, Fußball zu spielen, wie meine Art ist, auch zu trainieren. Und ich glaube, das ist auch schon dokumentiert worden, dass man offensiv auch ausgerichtet sein möchte. Ja, das kann man natürlich auch nur so, wie die Ergebnisse eben auch passen. Man kann nicht immer nur nach vorne rennen und hinten kriegt man ein Tor nach dem anderen. Also das muss eine gute Balance sein, aber es muss eben das, was ich eben gesagt habe, auch der Mut da sein, die Bereitschaft da sein, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und etwas bewegen zu wollen. Und das ist mein Ziel, etwas bewegen zu können mit dieser Mannschaft, mit allen Beteiligten, in einer Richtung zu arbeiten, in einer erfolgreichen Richtung zu arbeiten. Und das ist mir so auch entgegengebracht worden und das nehme ich gerne auf und führe das gerne fort. Nochmal Marc. Herr Schaaf, die Kaderplanung läuft ja noch auf Hochtouren. Was wäre denn für eine Kadergröße, mit der Sie in die neue Saison starten wollen? Oder anders gefragt, wie viele Neuzugänge sollen es denn noch sein? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Namen zu nennen, irgendeine Anzahl zu nennen. Ich glaube, das Einzige, was ich rübergeben kann, ist, da haben Sie recht, dass intensivst daran gearbeitet wird. Es ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir uns natürlich auch in der Offensive umschauen, ja, dass wir dort, denke ich, noch Bedarf haben. Aber was da passiert, wann was passiert, lassen Sie sich überraschen. Ich denke, dass da schon noch was kommen wird, aber ich sage es nochmal, man schaut natürlich, und das ist auch Ihr Interesse, natürlich immer gerne darauf, was kommt an Neuverpflichtungen, hat man immer eine gute Story, ne? Man braucht nicht erstmal lange überlegen, sondern es bietet sich direkt an, ne? Den kann ich erstmal vorstellen und erstmal sich um diese Person zu kümmern. Ich finde es trotzdem genauso spannend, eben auch mit den Spielern, die jetzt da sind, die eben auch aufzustellen, so aufzustellen, dass sie ihre Chance bekommen, dass sie sich beweisen können und dass sie sich ins Team einbringen können, die vielleicht noch nicht so im Team waren. Dass man auch schaut, wir haben auch ganz klar gesagt, wir wollen auch dem Nachwuchs die Chance geben, wir wollen für eine Durchlässigkeit sorgen, wir wollen gucken, dass wir eben, ich denke, das ist auch immer die größte Identifikation, wenn man einen Jungen aus der eigenen Abteilung hervorbringen kann und den zum Bundesligaspieler machen kann. Das ist immer eine tolle Geschichte. Auch dem wollen wir gerecht werden. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt, dass wir auch die Chance dafür bekommen, dass wir zum einen die Tabellensituation haben, dass wir nicht in Not sind, sondern dass wir eben auch den jungen Spielern die Chance geben können, sich auch zu zeigen, im Spiel eben auch zu zeigen, in der Bundesliga auch zu zeigen. Aber man muss dafür eben auch die richtige
Situation haben, dass es dann eben auch Sinn macht. Und deshalb ist es spannend, erstmal nochmals gesagt, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Aber das verspreche ich Ihnen, wir arbeiten daran, auch noch den einen oder anderen Neuzugang vorzustellen. Antenne Frankfurt. Richtig. Die Zugänge wurden gerade angesprochen. Ich würde gerne mal noch über potenzielle Abgänge sprechen. Sie haben gerade die Offensive angesprochen. Wie sieht denn das mit der Personalie Jan Rosenthal aus? Bleibt er oder geht er? Ja, er bleibt oder er geht. Nein, das, es ist auch so, dass man doch eine Situation hat, dass wir jetzt erstmal mit einem Kader starten. Und wir haben es eben gesagt, es gibt sicherlich irgendwo noch Veränderungen. Aber diese Veränderungen bedürfen natürlich auch immer der Situation, dass man dafür die Möglichkeit hat. Ja, wir können keinen Spieler abgeben, wenn wir nicht auch dementsprechend geplant haben oder realisieren können, dass wir dafür auch einen anderen Spieler haben. Also wir sind nicht so im Kader so aufgebläht, dass man sagen muss, wir müssen jetzt erstmal 6 oder 7 Spieler abgeben, damit wir auf eine vernünftige Größe kommen. Ja, die Größe ist vorhanden und deshalb muss man schauen, wenn man etwas abgibt, dass man dafür auch absolut einen anderen Spieler hat, der vielleicht in der Position 1:1 das realisiert oder der uns eben eine Alternative in einem anderen Bereich gibt, dass wir das dann eben auf eine andere Art und Weise darstellen können. Deshalb ist es müßig, auch dazu zu sprechen. Also wir werden es erleben. Ja, ich denke, dass es absolut abhängig davon ist, welche Neuzugänge wir realisieren können und es daraus eben entsteht, ob wir den einen oder anderen Spieler noch abgeben können. Marc. Das Mikro kann eigentlich gleich da bleiben, oder? Eigentlich schon. Herr Schaaf, eine Frage zum Scouting, zur WM. Die Scouting-Abteilung war ja in Brasilien vor Ort. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ist es möglich, da eine Perle zu entdecken? Oder ist man dann eigentlich schon zu spät dran, weil die ganze Welt nach Brasilien schaut? Ja, das ist eben die Bühne, ne, wo sich jeder im Prinzip zeigen kann und es gibt sicherlich dann mal die eine oder andere Überraschung, dass ein Spieler, den man vielleicht noch nicht so auf dem Bildschirm hatte, hervortut, aber wenn der sich dann da so präsentiert und was ganz Außergewöhnliches aufbietet, dann muss man vorher schon die Arbeit gemacht haben, dass man den schon gekannt hat, weil wenn man es dann eben erst erlebt, dann ist es zu spät. Dann sind die Vereine, die andere finanzielle Möglichkeiten haben, die sind dann dran und dann wird man da nicht mithalten können. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dort einen Überblick sich verschafft, dass man auch das eine oder andere nochmal kontrolliert, das, was wir auch getan haben, die Informationen, die wir hatten, dass wir die dort auch abgearbeitet haben. Aber es ist so, die Spieler, die jetzt beispielsweise in diesen Tagen spielen, da wird es schwer sein, ja, ranzukommen, die sich da hervortun und die sind alle schon bei großen Vereinen, die großen Vereine insofern, was den finanziellen Rahmen angeht, dass man da wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hat. Ja. Das wird dann immer mit einem hohen Transfer verbunden sein und das ist nicht realisierbar. Ich denke, insgesamt erleben wir eine tolle WM. Ja, ich muss sagen, am Anfang war es für mich auch so ein bisschen schleppend. Man ist eigentlich nicht so richtig reingekommen, aber umso intensiver ist man jetzt, ja, dass man die Spiele verfolgt und dass man ja, mitfiebert und jetzt auch schaut, was am Freitag passiert, ja, in der Partie gegen Frankreich, gerade was die Deutschen angeht. Aber ich glaube, dass auch die anderen Partien sehr spannend sind, dass dort ein guter Fußball angeboten wird und dass wir tolle Partien sehen. Daran anknüpfen vielleicht, Herr Schaaf, haben Sie irgendeine Entwicklung, irgendeinen Einfluss bei der WM gesehen, wo Sie sagen, das überrascht mich oder das ist jetzt neu oder das ist jetzt besonders prägend bei der WM? Ja, so viele Dinge, so große Entwicklungen, die gibt es nicht. Ich glaube, das, worüber wir uns alle freuen, ist, dass sehr viele Partien sehr offensiv ausgerichtet sind. Ich glaube, das ist gut, das ist schön. Man hatte ja auch so ein bisschen Angst, oben bei den klimatischen Verhältnissen, ne, dass alles anfängt zu mauern und sich hinten reinstellt, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und im Gegenteil, es ist recht offensiv, recht schwungvoll agiert worden. Man hat das Spiel, was sich eigentlich auch schon so ein bisschen
ja, aufgezeigt hatte, dieses schnelle Umschaltspiel haben doch viele Mannschaften angenommen und versuchen es und versuchen so auch zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, das ist sehr positiv, das tut dem Fußball einfach auch gut. Und es zeigt auch, dass wir auch, glaube ich, mit unserer Mannschaft, der deutschen Mannschaft, gut aufgestellt sind, diesen Weg zu gehen und da dran zu bleiben. Ich hoffe, dass das eben auch in der Liga weiterhin so bleibt, dass viele Mannschaften aktiv sind und das Heft selbst in die Hand nehmen wollen. Mark Heinrich, FAZ. Ich hätte eine Nachfrage an Herrn Bruchhagen bzw. Herrn Hübner. Sie hatten eben gesagt, 7 Millionen oder 10 Millionen Investitionssumme. Das kam über das Mikrofon nicht so. 7 Millionen dann für Ablösesumme? Investitionssummen bedeuten Ablösen, aber auch Beraterhonorare. Okay. Das sind eine Vielzahl von Variablen. Ja. Aber noch einmal, es gibt auch eine unterjährige Variabilität. Das ist ja auch immer, es ist ja nichts in Stein gemeißelt, sondern veränderte Einnahmen, veränderte Größen. Und wir haben schon mal, jetzt Bruno, wenn ich das so sagen kann, in der Rückwärtsbetrachtung haben wir im letzten Jahr, im vorletzten Jahr nach dem Wiederaufstieg, haben wir eine Investition vorgenommen, wo wir den Verkauf von Sebastian Jung, der dann aber nicht zustande kam, weil unsere Einnahmenseite sich verbessert hatte, hatten wir die Abgabe von Sebastian Jung in die Jahresplanung eingerechnet, sodass man unterjährig natürlich schon mal höhere Investitionen vornimmt, wobei man aber dann Bedingungen zum 30.06., wie auch wegen des Lizenzierungsverfahrens, sich selbst stellt, um eine solche Planung aufzunehmen. Rein theoretisch könnte man sagen, wir machen jetzt die und die Investition und haben aber dann im Rucksack den Marschallsstab, dass am Ende der Saison ein Spieler in der Größenordnung, die vorweggenommen wird, verkauft wird. Ja? Und auch diese Variabilität trauen wir uns zu, aber immer nur dann, wenn es auch Sinn macht, solche Investitionen vorzunehmen. Also nochmal, die Gesamtplanung ist ja nie in Stein gemeißelt, sondern sie kann unterjährig auch gegebenenfalls variabel ausgeglichen werden. Aber das ist ja nichts Neues. Wann werden die WM-Fahrer zurückerwartet, also Chandler, Chakba und Hasebe? Gibt es da schon einen Zeitplan? Ja, wir haben jetzt bei den beiden, die ja schon ausgeschieden sind, haben wir vereinbart, dass sie zum zweiten Trainingslager im Prinzip dann in Frankfurt wieder eintreffen, damit wir sie mitnehmen können. Bei Timothy Chandler müssen wir natürlich abwarten. Kommen die ins Endspiel, dann wird es ein bisschen länger dauern. Aber das gucken wir, das werden wir dann sehen, wenn wir wissen, wie der Zeitplan ist. Vielleicht wissen wir da heute Abend schon mehr. Und dann werden wir das verabreden. Aber so geplant ist eigentlich mit den Spielern zum zweiten Trainingstag. Ja, Klaus Veit von der Frankfurter Neuen Presse, hallo. Herr Schaaf, in der Bundesliga war es ja fast immer die Frage, die taktische Frage, was passiert vor der Viererabwehrkette. Wenn man sich jetzt die WM-Spiele anguckt, da hat man dann die Dreierkette, die jetzt zur Fünferkette wird und. Ist das für Sie neu? Zu was tendieren Sie? Und ja, das muss für Sie natürlich dann auch interessant sein, wenn Sie jetzt neue Spieler noch holen wollen, dass die in so Ihr Lieblingssystem, sage ich mal, reinpassen. Ja, ich habe schon mal gesagt, so Dreierkette, Viererkette, Perlenkette. Es ist, im Prinzip ist es erstmal wurscht. Ja? Es geht um die. Haben Sie Manuel Neuer mitgezählt, Herr Veit? Das war der Kette. Ich denke, ich nur noch Franz nennen. Der beste Libero seit Jahren. Okay. Wenn es gut geht, ist das immer alles richtig, das stimmt. Ja? Es geht mir eigentlich eher um die Qualität des Spielers und es geht mir eher darum, was er dann eben auch aus Positionen macht. Und ich glaube, natürlich ist immer spannend, auch Systeme, ne, da dran rumzuarbeiten und rumzudoktern, was machen wir, Viererkette, Dreierkette, wie im Mittelfeld, wie sind wir aufgestellt, zwei davor oder spielen wir eine Raute und wie sind die im 4-2-2-2-System, wie sind die aufgestellt.
Ich glaube, das sind immer nur so Kleinigkeiten, die das Gebilde so ein bisschen verändern. Das ist eine Grundausrichtung, die irgendwo da sein muss. Man muss irgendwo wissen, wo dann so ein bisschen der Aufgabenbereich ist. Aber das, was ich auch mit meiner Mannschaft erreichen möchte, ist einfach auch eine gewisse Flexibilität. Ich möchte auch erreichen, dass sie auch eine Freiheit haben in ihren Entscheidungen. Ja, wenn wir hier vor 50.000 begeisterten Fans spielen, dann kann ich zweimal reinbrüllen, aber dann hört mich keiner mehr. Ja, also muss ich auch darauf setzen, dass der Spieler richtige Entscheidungen trifft. So, und dafür muss ich ihm auch das Vertrauen geben, dafür muss ich ihm auch die Chance geben, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ja, was daraus zu machen. Deshalb ist bei mir immer so ein bisschen der Part Pflicht und Kür. Also Pflicht insofern, sich voll einzubringen hier für die Eintracht, mal ganz einfach umschrieben, und auf der anderen Seite aber auch alles aus sich herauszuholen, was ihn als Einzelspieler definiert, was ihn besonders macht, das eben auch einzubringen. So, und diese Freiheit hat dieser Spieler, darauf freue ich mich, was dann eben jeder Einzelne daraus macht. Und natürlich irgendwo eingepackt in einem System. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt nicht mehr so die ganz großen neuen Dinge, die wird es im Fußball auch taktisch nicht mehr groß geben. Man hat zwar vielleicht jetzt mit den Außenverteidigern, dass sie mehr nach innen ziehen, vielleicht nicht mehr nach außen so durchgehen. Also, aber das sind Kleinigkeiten, die darauf zu zählen sind. Wir haben Situationen im Angriff, dass furchtbarer Begriff, falsche Neun, ja, da irgendwo so aufzuzeigen. Und ich denke, es ist immer wichtig, wenn man auch jetzt die Spiele sieht. Ich denke, dass es immer gut ist, wenn man angreift, dass möglichst viel auch im gegnerischen 16er sind. Ne? Also, wenn da keiner mehr drin ist und ich spiele den Ball rein und alles läuft vorbei, dann ist das schade. Ne? Also möglichst dort eben auch präsent zu sein, und das beinhaltet eben auch, was aus der Position zu machen. Ja, selbst die Entscheidung eben auch zu haben, wann gehe ich nach vorne, wann kann ich mitgehen, eben auch in dem Verlassen. Und das hängt, habe ich eben schon gesagt, hängt natürlich auch damit zusammen, wie offensiv darf ich spielen. Das kann ich nur so gut machen, so gut die Defensive ist. Und wenn wir da konsequent sind, wenn wir dort stark sind, dann werden wir auch, denke ich, gute Angriffe sehen. Ja? Man sieht kein gutes Offensivspiel, wenn hinten alles löchrig ist. Das darf man nicht verwechseln. Also da muss man schon gut stehen, dann ist man auch voll überzeugt in seinen Bewegungen nach vorne. Das ist interessant, das ist spannend. Und was für ein Gebilde das dann nachher wird, also, ich bin sicher, Sie werden mir das erklären. Ja, also in der Diskussion oder wie auch immer. Das ist ja, da gibt's, das ist immer spannend, was dann dabei rauskommt. Also ich weiß dann auch immer nicht, was ich da alles gemacht habe. Aber ich lerne dann auch gerne dazu. Gut. Frage aus dem hinteren Teil des Raumes. Mein Name ist Daniel Wolf von Hitradio FFH. Hallo Herr Schaaf. Sie kommen ja nicht nur zum Verein Eintracht, sondern auch in die Stadt Frankfurt. Ist eine andere Welt als Bremen. Inwiefern kennen Sie sich hier in der Region aus und vielleicht auch mit den hessischen Kulturgütern wie Apfelwein? Ja, ja. Das haben wir schon mal gehabt, diese Nummer hier mit was kennen wir von Frankfurt und was weiß ich. Das ist auch normal. Also ich bin nicht zum ersten Mal in Frankfurt. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe hier ein paar Freunde und die habe ich auch ab und zu mal besucht und die haben mich auch in Bremen besucht. Also insofern haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was vielleicht bremisch ist und was hier in Frankfurt gesetzt ist. Und natürlich kenne ich das eine oder andere. Ist auch, glaube ich, nicht unbekannt, dass ich in Mannheim geboren bin. Das ist, glaube ich, auch nicht allzu weit weg. Also insofern kenne ich mich schon ein bisschen aus. Aber ich mache jetzt mit Ihnen hier nicht so ein Frage-Antwort-Spiel. Ja, was kenne ich, was kenne ich nicht. Abelwoi ist, glaube ich, schon bekannt. Also das sollte man schon mal erlebt haben. Ob man es mag oder nicht, ist auch dahingestellt. Da gehen sicherlich die Geschmäcker auseinander, genauso wie in Bremen, das Becksbier nicht jeder mag. Also ich glaube, da werden wir schon sinnvoll mit umgehen, ja, im wahrsten Sinne. Und ja, ich glaube, ich kenne mich schon ein bisschen aus, fühle mich sehr wohl. Ich kann es nur nochmal sagen, ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und finde das sehr schön, sehr angenehm. Auch wenn ich jetzt mich in der Stadt schon bewege, viele Leute rufen einem zu oder wünschen einem viel Glück, und das ist sehr angenehm. Vielen Dank. Roland.
Roland Palmer von der Bild-Zeitung. Da habe ich nur eine Frage. Denken Sie denn auch so manchmal noch schon an das Spiel gegen Bremen oder die Spiele in Bremen oder kommt das irgendwann dann erst im Alltag? Ja, das ist so, dass das schon natürlich ein gewisser Alltag ist. Also das, man schaut natürlich, wenn man so eine Vergangenheit hat wie ich, dann schaut man natürlich schon immer noch mal hin, aber das hat jetzt keine Priorität mehr. Priorität hat das, was wir hier mit der Eintracht erleben, und da bin ich so fokussiert auf all das, was jetzt ansteht und auf die erste Partie, jetzt vor allen Dingen erstmal auf die Vorbereitung. Ich bin so gespannt, wie wir die Dinge umsetzen und wie wir auch so die einzelnen Etappen erreichen können, und ja, gespannt, wann jetzt die Pokalpartie ausgetragen wird, dass er das erste Pflichtspiel, wann wir da nach Berlin reisen dürfen. Und das ist Punkt. Und ich glaube, dass wir insgesamt, was das Programm angeht, zufrieden sein können. Wir starten mit einem Heimspiel. Dort können wir schon gleich richtig loslegen und freuen uns natürlich darüber. Ich glaube, dass das Programm insgesamt gemischt ist, dass wir gutes Programm haben, und irgendwann spielen wir, glaube ich, auch gegen Bremen. Ja. Ich glaube auch zuerst zu Hause. Hier vorne aber noch eine Meldung, oder? Nachgelesen im Telefon. Genau, nochmal informiert. Bei Schalke 04 gab es ja, hat Horst Held sich ja ungefähr vor einer Woche dafür ausgesprochen, dass Leon Goretzka und Max Meyer nicht abgestellt werden für die U19-EM. Inwieweit gab es die Gedankenspiele bei Eintracht Frankfurt um Stendera und Kempf? Also es ist natürlich erstmal, es gibt so eine generelle Situation, ne? Wie das immer mit den Turnieren, mit den Meisterschaften dann letztendlich immer ist, die dann in der Vorbereitungszeit liegen oder sogar noch später sind. Wir haben es auch schon erlebt, dass dann Meisterschaften waren, wenn der Spielbetrieb schon läuft. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ja, auf der einen Seite schreibt die ganze Welt, bringt junge Spieler rein, ja, gibt ihnen die Chance. Und dann, wenn sie eigentlich dabei sein können, wenn sie sich zeigen können, wenn sie eine Marke abgeben können, dann ist keiner da. Ja, dann fahren die irgendwo zu einem Turnier und sind im Prinzip total rausgerissen. Das ist sehr schwierig. Das ist das eine. Das zweite ist, die spielen noch die Qualifikation sehr lange. Ja, wann haben die Urlaub? Ja, die haben auch gerade diesen Übergang vom Nachwuchsbereich in den Herrenbereich. Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel erlebt, dass die Belastung bei den Jugendspielern enorm hoch ist durch die ganzen Termine mit den Auswahlmaßnahmen und dann eben auch in den Einzelmannschaften des Clubs. Ja, wenn einer gut ist, dann spielt er eben nicht nur in der U19, sondern spielt er vielleicht auch in der zweiten Mannschaft oder spielt in der Profimannschaft. So, wo soll er jetzt trainieren? Dann, ne, muss man auch dort wieder korrigieren. Man muss schauen, trainiert er bei den Profis? Ist er in der Lage, zweimal am Tag zu trainieren? Das ist eine ganz schwierige Situation, auch dort eine Anpassung zu schaffen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich über junge Spieler gesprochen habe, es geht nicht nur darum, einen Spieler, es ist ganz simpel, ganz einfach, einen Spieler, der in der U19 gut gespielt hat, den zu bringen für ein Spiel. Ja, so. Und dann funktioniert das nicht und dann ist er abgeschrieben auf immer. Für mich ist es sinnvoll eben, oder für uns ist es sinnvoll, einen Spieler auch aufzubauen, zu schauen, wann ist die Möglichkeit da, ihm auch wirklich die Chance zu geben, sich in seiner richtigen Leistung zu präsentieren. Ja, dass er eben auf sich aufmerksam machen kann, dass er eine Marke abgeben kann, dass jeder ihn auch richtig einschätzen kann. Ja, nicht eben verdammen kann oder auch hochjubeln kann, sondern dass man eine richtige Einschätzung hat. Da wird es wichtig sein, wann der Zeitpunkt ist und auf welcher Position das auch ist, ja, wo ich ihm die Möglichkeit gebe, eben sich wirklich darzustellen. Wenn wir jetzt so eine Europameisterschaft haben in Ungarn mit der U19, ja, wenn man so eine Meisterschaft spielt, dann sage ich erstmal an Trainerstelle, ja, da müssen die Besten hin. Ja, und natürlich gehören da auch im Prinzip die Schalker Spieler hin. Auf der anderen Seite sagt man auch, naja, die haben aber ein volles Programm. Ja, und da geht es eben, die sind fester Bestandteil schon einer Mannschaft. Ja, die haben schon so und so viele Einsätze hinter sich. Die haben im Europapokal in Champions League gespielt. Also da ist dann von der Wertigkeit her zu differenzieren.
Das ist so. Ich glaube, bei unseren beiden Spielern, die ja auf dem Sprung sind, sich zu platzieren und sich darzustellen, muss man dort eben das vielleicht noch mehr verfolgen, zu sagen, ja, da müssen die Besten nach Ungarn und die, die dann eben auch in der Lage sind. Deshalb haben wir uns auch dazu bekannt, zu sagen, ja, sie sollen diese Meisterschaft spielen, aber unter gewissen Gesichtspunkten. Das heißt, wir schauen, dass sie möglichst lange bei uns in der Vorbereitung dabei sind. Aber auch da müssen wir gucken, wie machen wir das körperlich, also physisches Training und so weiter, wie können wir sie belasten. Und darüber hinaus werden wir sie natürlich bei dieser Europameisterschaft auch begleiten. Wir werden schauen, wie sie dort die Leistungen zeigen, was sie dort, wie viele Einsätze sie haben und so weiter. Wir werden in Kontakt bleiben. Wir werden also genau hinterfragen, was dort passiert. Und werden dann eben auch bestmöglich informiert sein, wenn diese Meisterschaft vorbei ist, wie es dann mit ihnen weitergeht. Haben sie das gut überstanden? Haben sie einen körperlichen Zustand, der es zulässt, zu sagen, sofort 1:1 wieder rein in den Trainingsprozess, in den Spielprozess bei uns voll einzusteigen, oder müssen wir, und deshalb haben wir ja auch über die Jahre hinweg Athletiktrainer, Fitnesstrainer, Reha-Trainer mit integriert in unseren Trainerstab, um eben auch dort gerecht zu werden, wenn man dann sagt, der braucht erstmal vielleicht eine aktive Pause. Ja, Regeneration ist angesagt für 14 Tage. Der ist zwar immer dabei, aber der macht ein gesondertes Programm. All das werden wir natürlich verfolgen, werden wir beobachten. Wir wollen auf der einen Seite natürlich auch haben, dass unsere Nationalmannschaften, egal von der A bis zur U, was weiß ich, 15, 14, tolle Leistungen zeigen, dass sie dort auch die Erfolge einfahren. Und das wünschen wir natürlich auch unseren Spielern, die in diesen Nationalmannschaften auch spielen und teilnehmen. Ja, es wurden viele Fragen beantwortet, gestellt. Doch, da ist noch eine. Noch eine Abschlussfrage vielleicht zur WM. Wie schätzen Sie im Moment die deutsche Mannschaft ein und wie sehen Sie die Chancen am Freitag gegen Frankreich? Absolut top. Die Chancen sind da, um den Titel eben auch wirklich zu streiten zu können. Ich glaube auch, Diskussionen sind ja, ich habe noch nichts gelesen heute, aber was ich schon gehört habe, Diskussionen sind hochgekommen, ist alles verdammt worden, glaube ich. Ne? Und ich bin da tiefenentspannt, bin ich ganz ehrlich. Es geht darum, in diesem Turnier weiterzukommen. Das hat die Mannschaft gezeigt, sie haben sicherlich nicht brilliert. Es gibt Spiele, die sicherlich schon besser waren, aber auf der anderen Seite, sie haben sich behauptet, sie haben sich durchgesetzt und sie haben viele Dinge auch aufgezeigt, die wir in Einzelaktionen, vielleicht nicht in der Konstanz über ganze Spielzeit, aber in Einzelaktionen waren tolle Sachen dabei. Deshalb freue ich mich schon auf die Partie gegen Frankreich, bin davon überzeugt, dass der Weg weitergeht und dann wir auch ein Halbfinale und auch ein Finale sehen werden, wo glaube ich, Deutschland eine gute Chance hat, dabei zu sein. Ja, ich kann auch nichts anderes sagen, ne? Ist auch klar. Ne? Den guten Weg wünschen wir unserer Eintracht natürlich auch. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und wie gesagt, Olaf Markhoff steht Ihnen noch im Anschluss zur Verfügung. Vielen Dank und auf Wiedersehen.